das, wenn man zu Hause auf einer Party eingeladen ist, macht man das auch so. Die guten Gäste bringen Geschenke mit. Habt ihr das gehört? Bande? Wir können alle mal nach Hause gehen, was holen. Der hat ein Geschenk mitgebracht. Bacardi, alter Absolut, aus Nassau, Bahamas. Was schätzt du, welches Jahr? Ende der 60er, Anfang der 70er. Ende der 60er, Anfang der 70er? Gefällt mir. Werden wir nachher auch machen? Eine der letzten aus Hosis bestand, also noch unter Hosi Bacardi. Ah, okay. Hosi war Deutschland. Warte mal, hier, warte mal. Ist hier das denn drauf? Leider nicht drauf. Ne? Doch, hier, möchte ich nochmal betonen, muss ich betonen, Augen auf. Ist klar, Hamburg, oder? Läuft. Darf man den Berliner nichts so sagen? Naja, so war das jetzt nicht geplant. Vielen Dank, wir werden gleich Drinks damit machen. Später. Ja. Hamburger Apfellose. Die Hamburger Apfellose, gute 40er Ware, ja. Ich dachte, vielleicht machen wir gleich damit Daiquiris. Das können wir machen, das ist sehr schön. Schön. Wobei ich ja den Heritage schon. So, guck mal, haben wir schon, ja. Aber was ich schön finde, ist ja hier. Deutsches Erzählen, ja, auswendig. Alle Drinksangaben nur mit Zitrone, weil Limetten noch nicht bekannt waren im deutschen Markt. Ja, genau. Cantineros aus Hamburg, ne? Also vor 40 Jahren. Die wussten das schon, die haben das hier draufgeschrieben. Da geht es auch um die Nuancen. Bacardi on the rocks. Geben Sie in ein Glas einige Eiswürfel und darüber einen Schuss Bacardi Weiß. Servieren Sie das Getränk mit einer geringelten Zitronenschale. Die Nuance, weißt du? Limetten kannte man noch nicht in den 60ern. Das ist eine Zitronenschale. Bitte, also immer Lemon Twist gehört in Bacardi. Ja? Wenn du den Oldschool machen willst, Lemon Twist.